Hallo, Boys. Es geht weiter. Ein von Herzen kommendes Hallo. Mein Plan, hier reinzugehen, wird es sich als wahr erweisen. Okay, doch nicht. Es ist wieder ein Teleport. Ha. Aber, nee, das reicht auch nicht. Das ist auch nicht hoch genug. Selbst wenn ich jetzt... Wo sind wir denn hier wieder? Ach, wir sind wieder da. Selbst wenn ich jetzt hier zurückgehe... Okay. Selbst wenn ich hier jetzt zurückgehe... Reicht das, denke ich mal, nicht. Wenn ich da oben... springt doch in die falsche Richtung. Okay. Okay. Was gab's noch? Was gab's Neues? Es gab den einen neuen Move, wo wir die Schatzkarte bekommen haben. Unten, da ging's nicht weiter. Dann gab's noch die Brücke, wo wir die Truhe aktiviert haben. Moment, jetzt stelle ich aber mal, jetzt wo gerade mein Handy blinkt, jetzt stelle ich mal die Zeit ein. So. Die Truhe. Sollen wir uns da mal runterdroppen lassen, gucken, ob das klappt? Sind wir hier richtig? Ne, da müssen wir weiter, oder? Um wieder da hochzukommen, müssen wir hier noch weiterlaufen. Einmal hier rauf, bitte. Tschüss. Lass mich gehen. Böser Junge. Dankeschön. So, dann mussten wir das Vieh besiegen, das jetzt wieder da rumhängt. Nicht getroffen, war ja klar. So, weg. Sieht ein bisschen aus wie dieses Gift-Pokémon. Weiß nicht mehr, wie es heißt. Aus Schwarz, Weiß 2. Was auch die Arena-Leiterin hat. Die zweite Arena-Leiterin ist es, glaube ich. Die Sängerin da in dieser Grufti-Höhle unten. Hätte es, glaube ich, auch. Glück gehabt. Hopp. Ist klar. Hier war es nicht. Genau hier. Verdammt, ich hätte nochmal einfach gehen sollen, dann wäre ich ja hier oben rausgekommen. Oh, das hatten bestimmt Leute in die Kommentare geschrieben. Ich Vollidiot. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Ja, die Tür geht, muss nochmal aufgehen. Hier runter war's. Jetzt gucken wir, ob wir da uns irgendwie droppen lassen können oder so. Oder ob es da noch irgendeinen Weg gibt nach unten. Aber ansonsten wüsste ich jetzt echt nicht weiter, wie das sonst weitergeht. Wir kommen ja oben nicht in den Käfig rein. Und meine Vermutung ist ja, dass wir im Käfig irgendwie, entweder durch unser Gewicht oder dadurch, dass wir da irgendwas zerschneiden vielleicht, nach unten fallen und dann dadurch diesen Weg gehen, der da extra genau unten drunter ist. Ich kill die jetzt erstmal hier. Ist die Truhe überhaupt noch da? Ich mag das nicht, also zu kämpfen. So, hier war noch einer drin, ne? Hätte sie gerne gehabt. Was? Ausgewichener Mist. So, auch weg. Was kann man denn hier machen? Kann man hier nirgendwie runter? Kann man die vielleicht kaputt machen? Oder die... zerschneiden? Ich speichere mal. Okay. Zerschneiden nicht. Kann man sie vielleicht verbrennen? Zufall. Hier dran? Nö. Hier dran? Oh lol. Oh lol. Alle? Ich habe Angst, dass es jetzt ganz schön tief fällt!
Und jetzt? Jetzt stehen wir ja nicht mehr richtig, oder? Ach, wir müssen es nochmal machen. Natürlich. Da sind wir da echt runtergefallen. Kannst du mal bitte schnell sterben? Und das Ganze nochmal machen. Diesmal aber vernünftig, sodass wir irgendwie mit da landen. Einfach in der Mitte stehen bleiben. Na, Alter, das ist doch nicht wahr! Oh, diese Steuerung. Ey, ich würde jetzt gern nochmal die GameCube-Version haben, um gucken zu können, ob es wirklich so kacke war. Weg mit dir. Und noch ein Versuch. Zip, zip, zip. Zip. Oh, vorsichtig. Hä? Ah, jetzt. Oh Gott. Ich dachte, warum geht's nicht runter? Okay. Schatztruhe. Mit einer. Mit einem Glücksamulett. Natürlich, dem wichtigsten Item überhaupt auf der Welt. Das Glücksamulett. Naja, dann haben wir jetzt immer einen neuen Weg anscheinend. Gucken, ob der uns hoffentlich nicht in eine Sackgasse führt. Oh lol, das ist mein geiler Käfig. Boah, ich speichere. Oder? Ist er das? Tatsache. Okay, rein da! Okay. Seile zerschneiden, oder? Cooler Move. Hä, Moment, dann geht das doch gar nicht, oder? Ah, doch, so geht's. Oh, schnell weg hier. Plöpp. Der schießt es deutlich bestimmt wieder hoch, dachte ich mir. Kommt es denn wieder runter? Danach? Oder ist es jetzt irgendwie oben gegen die Wand geschmettert und kommt... Nee, es kommt wieder runter. Höpp. Höpp. Und höpp. Und nach oben. Nice, wir scheinen weiterzukommen. In diese Dungeon. Ach, jetzt sind wir hier oben beim Maul, oder was? Da geht's nicht weiter. Okay. Ich speichere nochmal, weil ich habe jetzt Angst, wenn ich jetzt dagegen werfe, dass ich dann... Zieht er jetzt den Hebel runter oder schwinge ich mich jetzt rüber? Okay, muss ich halt nur die Richtung. Ach Gottchen. Schneller! Spring zurück! Sehr gut. Komm schon. Vielleicht kriege ich noch ein Herzchen von dir. Danke! Zack! Dein Herz. Schenke mir dein Herz! Okay. Geradeaus ist Sackgasse. Ich muss nach rechts. Aber es sieht mir sowieso aus, als ob das Ding nach rechts geht, oder? Moment, Moment, Moment. Zurück. Erstmal wieder speichern. Wir speichern heute mal richtig häufig. Weil ich jetzt ein bisschen Progress gemacht habe, den ich jetzt nicht missen will. Wie soll ich denn darüber kommen? Ich gehe mal erstmal darüber. Hier ist nix. Nee, das ändert nichts. Jetzt komme ich ja nur wieder zurück. Kann ich damit schräg springen? Jetzt den Blick dahin drehe? Das ist aber ganz schön schwierig. Nee, das klappt nicht. Hä? Okay. Ich irgendwie... Kann ich von hier aus einfach rüberspringen? Nee, auch nicht. Auch nicht. Hier ist jetzt weiter. Ich weiß es nicht. Hier ist nix. Keine Ahnung.
Kann ich nirgendwo ranspringen? Hm. Moment, ich komme noch von da, oder? Nee. Oder? Nee, komme ich nicht. Nein, das jetzt. Kann nur gerade springen. Muss doch irgendwie. Ich kann von hier auch nicht nochmal den Haken werfen, oder? Oh, ich jetzt spring direkt, wenn ich das nochmal drück. Da gibt's halt nichts, wo ich hinwerfen kann. Nee. Bin hier falsch, glaube ich. Erstmal zumindest. Muss wieder zurück. Aber woanders ging's ja nicht hin. Was hat das Drachensymbol hier zu suchen? Du siehst mich nicht. Ha. Gar nichts davon. Da geht's wieder hoch. Eigentlich führt mich das hier zum Endboss. Also sollte es, denke ich mal. Ich speichere mal nochmal. Schwierig. Schwierig, schwierig, würde ich sagen. Es hängt doch schon so halb schräg. Wieso hängt denn das so halb schräg? Das macht mich halt. Wenn es halt wenigstens gerade hängen würde, dann würde ich das vielleicht ja raffen. Dagegen werfen? Nee. Was ziehen bringt ja auch nichts. Der zieht ja nicht. Kann auch nicht nach rechts oder links lenken. Anhalten kann ich. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich mich drehen. Okay, ja, das muss ich ja auch erstmal wissen. Das kann ich ja nicht wissen. Hui. Alles klar. Ein Herzchen mitnehmen. Springen. Springen. Sprung. Man da erstmal wissen, dass man sich da drehen kann, wenn man angehalten ist. Mein Gott. Plöpp. Den Rubin, den wir nicht brauchen. So. Brände. Oh oh. Schnell speichern. Den kriegen wir nicht tot, ne? Also wir laufen mal erstmal einen Bogen um den. Zack, da drauf. Flamme geht aus. Flamme geht wieder an. Flamme an. Komm mal her. Kannst du das Ding aktivieren? Wie hab ich das jetzt gemacht? Ich wollte ihn nicht töten. Ah, kommt ein neuer. Okay, ich muss den irgendwie. Komm mal her. Kannst du dich mal hier draufstellen, bitte, ganz kurz? Ist er direkt tot, ne? Ich will ihn ja nicht tot haben. Ah, verdammt. Irgendwas da drauflegen. Aber ich habe hier nichts um ihn. Okay, wie kriege ich ihn in diese Form rein? Mach mal das Maul auf. So? Nee. Okay, sehr gut.
kann ich ihn doch bestimmt nehmen. Drauflegen. Was? Der liegt ja wohl drauf. Komm schon. Jetzt aber. Zack. Elmrik. Entweder ist es jetzt der goldene Schlüssel oder es ist der richtig krasse Gegenstand. Es ist der goldene Schlüssel. Den großen Schlüssel gefunden. Ermöglicht das Versteck des Wächters zu betreten. Rufe mit Hilfe von bla bla. Alles klar. Dankeschön. Ich muss da wieder los. I have to go. My planet needs me. So. Was ist denn das? Oh Leute. Was geht mit dir ab? Erstmal mit dem Ding draufgeschmissen. Ich auch mal auf das eine da schmeißen können. Naja. Es geht zurück. Moment mal, mir fällt gerade auf, wie komme ich denn überhaupt vernünftig zurück? Also natürlich erstmal klar hier lang. Meine einzige Range Attack quasi. Zack. So, anhalten. Und drehen. Und nach vorne. Und zurück. Und vor und zurück und vor und hepp. Warum? Sag mir bitte nicht, spawn wieder da hinten. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Natürlich. Ah! Immer da, wo man hergekommen ist. Oh, dieses Spiel macht mich ein bisschen verrückt. Mit dieser Respawn-Taktik. Hoffentlich sind die komischen Bats weg. Immerhin. Und juhu! So, dann kommen wir jetzt gleich zum Boss, würde ich sagen. Und tap. Zurück. Und vor. So. Oh, da sind schon wieder noch mehr Bats. Beide weg. Irgendwie. Da, das Herz. Sehr schön. So, wie komme ich jetzt hier vernünftig weg? Kann mir diese Frage jemand beantworten? Nein, geht mal da runter. Wir versuchen es über den Aufzug. Oder? Ne, Moment, wir versuchen es mal anders. Oder? Naja, der Aufzug macht schon Sinn, ne? Oder macht er keinen Sinn? Doch, er macht Sinn. Wir kommen ja gar nicht mehr da hoch. Glaube ich. Ansonsten. Wir müssen hier abhauen. Hui! Ich glaube aber, ich komme da nicht so weit. Aber wir versuchen es mal. Ne. Klappt nicht. Ha. Können wir denn da wieder hochklettern? Ich habe nämlich Angst, weil wir haben doch die Dings zerstört. Nein. Nein, geh doch runter. Sag mal, was ist denn mit dir los? Kannst du nicht ein bisschen antizipieren? Und irgendwie von selbst drauf kommen, dass ich nicht wieder hoch will? Einmal nach oben, bitte. Bitte etwas schneller. Dankeschön. Nein, jetzt bleib doch nicht am Seil hängen! Alter. Einmal mit Profis. Puh. Ja, wie komme ich denn jetzt hier weg? Hat sich das mal irgendwer überlegt? Nee, ne? Weil ich hier nicht wegkomme. Hm. Das ist eine gute Frage. Komm ich weg? Ich kann mich nicht teleportieren. Es gibt keinen Krug. Da komme ich nicht mehr hoch. Ah, geh doch weg, ey. Hm. Da komme
komme ich nicht hoch. Da ist auch nichts. Bedeutet... Was? Hör ich einen Vogel? Nee. Ich habe ja auch kein Wasserbehälter. Doch, habe ich wohl. Alles klar, dann ist es doch vielleicht machbar. Wo ist es da? Kurz warten. Der Boden muss sich ja auch noch festigen. Perfekt, so dass ich drauf kann. Jetzt kann ich drauf. Waffe ziehen. Einmal nach oben, bitte. Danke sehr. Hier bin ich. Okay, ich gehe hier lang. Ist richtig? Ist richtig. Müsste richtig sein, oder? Richtig. Wir müssen jetzt nur noch dem Weg folgen hier. Oh, ich freue mich auf meinen ersten Bosskampf, bei dem ich mit Sicherheit überhaupt nicht verkacken werde. Überhaupt nicht. Ich versage ja sogar schon an einfachen Monstern oder an einfachen Rätseln. Kann ich gar nicht verkacken. Und was? Hepp. Also man sieht, meiner Meinung nach, hier an solchen Stellen, wie kacke das Spiel aussieht. Hier, sowas. Total eckig und eine einfarbige Textur und alles da ist echt hässlich. Aber so der Cell-Shading-Look verbirgt natürlich vieles, ne? Also jetzt hier bei einem Link zum Beispiel fällt es gar nicht so auf, wie kacke der eigentlich aussieht. Da fällt es natürlich auf an dem Händchen da oben. Ansonsten ist es ja ein sehr zeitloser Look im Endeffekt. Den kann man, rein theoretisch könnte das auch immer noch heute ein Indie-Game sein oder sowas rauskommt. Wo die Leute schreiben würden, sehr schön gestaltet und sowas. Ist theoretisch machbar. Also eigentlich gut gealtertes Spiel. Durch den Cell-Shading-Look natürlich. So. Wollte schon sagen. Folg's mir doch wohl nicht. Wir speichern und immer erst den Controller wegpacken. Sagen auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gibt es dann wahrscheinlich einen Bosskampf. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und vor allen Dingen über den vollen Herzcontainer, den wir dadurch bekommen. Meiner Meinung nach. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich bin raus. Tschüssi.